Hallo, da bin ich wieder. Heute habe ich eine ungewöhnliche Aufgabe für euch, nämlich ich möchte euch einen kurzen Text vorlesen und dann werde ich auf Facebook jedenfalls ein paar Aufgaben dazu stellen. Also ich werde euch Fragen stellen und sagen, okay, was habe ich da gelesen? Ich lese aus dem Buch von Wladimir Kaminer vor. Das ist einer von meinen Lieblingsschriftstellern. Ein Russe übrigens auch, der lebt in Berlin und er schreibt aber auf Deutsch. Und er lebt seit Anfang der 90er Jahre in Berlin und schreibt auf Deutsch. Ihr könnt ihn mal bei YouTube suchen und ein Interview mit ihm hören. Ich finde seinen russischen Akzent sehr charmant. Aber trotzdem lese ich das jetzt mal selber vor zur Abwechslung. Das Buch heißt übrigens Meine Mutter, Ihre Katze und der Staubsauger. Und wie man sich denken kann, das Buch handelt von Kaminas Mutter. Die Mutter ist 86 Jahre alt und er erzählt verschiedene Geschichten über sie. Und noch ein Titel ist Ein Unruhestand in 33 Geschichten. Ruhestand bedeutet Rente. Wenn jemand nicht mehr arbeitet, nennt man das Ruhestand. Und Unruhestand ist so ein bisschen ein Wortspiel. Unruhe, das bedeutet, sie ist zwar in Rente, aber nicht ruhig. Vielleicht so. Ich lese euch einen kurzen Fragment vor. Da geht es um Englisch lernen. Im Frühling, wenn die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden und die Kastanienbäume in unserer Straße die ersten Blüten bekommen, werden in allen Volkshochschulen der Stadt die Anmeldungen für die nächsten Kurse gesammelt. Alle, die weiterlernen oder einen neuen Kurs absolvieren wollen, müssen diese Formulare ausfüllen. Ich weiß nicht, ob ich mich fürs nächste Jahr wieder anmelden soll. Ich bin schon viel zu lange in dieser Gruppe, zweifelte meine Mutter. Zweifelte, sie war sich nicht sicher. Die Lehrerin wird mich bestimmt schräg angucken, wenn ich im September wieder erscheine. Schräg angucken ist so skeptisch gucken. Seit 23 Jahren lernte meine Mutter an der Volkshochschule Lichtenberg Englisch. Immer in derselben Gruppe, mit derselben Lehrerin und demselben Programm. Present Tense, Present Continuous, Past Perfect. Unregelmäßige Verben, weiter nach dem Lehrplan. Mit 83 Jahren war sie die älteste Englischschülerin in der Klasse. Das war nicht immer so. Früher gab es ein paar ältere Kollegen, die inzwischen aber weggestorben sind. Einer hatte sich sogar während des Unterrichts verabschiedet, wegen Herzversagen. Eine furchtbare Geschichte. Und wie lange bleibt mir noch zu leben? Philosophierte meine Mutter. Ich glaube nicht, dass ich dieses Studium jemals beenden werde. Das Leben ist zu kurz, um richtig Englisch zu lernen. Natürlich musst du dahin gehen, nächstes und auch übernächstes Jahr, riet ich ihr. Eine Sprache zu lernen braucht eben ewig. Es geht ja nicht nur um Grammatik, sondern um die Praxis, um mit jemandem Englisch sprechen zu können. Außerdem diszipliniert nichts einen Menschen besser als das Studium fremder Sprachen. Sonst würde man gar keinen Grund finden, morgens aus dem Bett zu steigen. Meine Mutter beschwert sich häufig, sie würde sich zu wenig bewegen. Und wenn, dann meistens nur zwischen Küche und Fernsehsessel. Doch jeden Mittwoch steht sie früh auf, macht sich eine aufwendige Frisur, also eine komplizierte Frisur, und fährt durch die halbe Stadt nach Lichtenberg. Present tense, present continuous, past perfect, unregelmäßige Verben. Das war ein Fragment aus Wladimir Kaminas Meine Mutter, ihre Katze und ihr Staubsauger, der Staubsauger. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mir ein paar Fragen dazu überlegen und vielleicht lese ich später noch ein Fragment vor. Ich finde die Bücher von Wladimir Kaminer ganz toll und sie sind auch sehr humorvoll. Das heißt, wenn ihr etwas Lustiges lesen wollt und nicht immer langweilige Bücher für Leute, die Deutsch lernen, dann lest was von Wladimir Kaminer. Ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.